Vorgestellt wird die RAS 1664 bzw. RAS 1664D von Telefunken. Dies ist eine Leistungspentode. Sie wurde hauptsächlich militärisch eingesetzt. Es gibt keine wirkliche Dokumentation über einen zivilen Einsatz, also zumindest nicht als Erstbestückung. Die Röhre hat eine Besonderheit, sie kann maximal 425 Volt Anodenspannung verarbeiten und hat deshalb die Anode rausgeführt an der Spitze der Röhre. Um die Röhre in Geräten einzusetzen mit dem regulären fünfpoligen Europasockel, gibt es die Möglichkeit, die Anode mit einem Draht zum Sockel zu verbinden, was allerdings die Benutzung auf 250 Volt Anodenspannung reduziert. So. Einen Moment, ich muss den Zoom einstellen. Das ist der Innenaufbau der Röhre. Man sieht, die Anode ist verwinkelt, um eine höhere Wärmeabgabe zu gewährleisten, also Radiationsstrahlung. Ich besitze zwei dieser Röhren. Bei einer sind noch die Testdaten des Vorbesitzers eingetragen. Und da die Röhren militärisch benutzt wurden, hat sie auch entsprechende Prüfstempel. Und die Prüfung erfolgte, wenn ich das richtig lese, in der 30. Woche 1939. Gucken wir mal, ob die Röhre wirklich gut ist. So, gerade einen Moment, ich muss gerade umbauen. So klappt das mit dem Zoom nicht. Oh, mein Nerv. So müssen wir es freihandig machen. Wie gesagt, für die Anodenkappe, die verbinde ich direkt mit dem Neuberger. So, die Prüfdaten sind für Neuberger 250 Volt Anode, 250 Volt im Raumladegitter, beziehungsweise im Stau, Entschuldigung, es ist noch früh, im Schutzgitter und minus 18 Volt im Steuergitter. Und natürlich 4 Volt Heizspannung. Volt im Steuergitter, 250 Volt im
Schutzgitter und 250 Volt in der Anode. So, das Messgerät ist auf 60 mA eingestellt und dann schauen wir mal. Die Röhre ist spezifiziert für 20 Sekunden Aufheizzeit. So, tun wir noch die Werte nachstellen, weil Neuberger hat keine Regelung. Ich muss die Werte im Betrieb wieder nachkorrigieren. Knopf. So 18, 250, 250. So, es gibt keinen Kurzschluss auf dem Gitter. Gitter 2, 3 und 4 gibt es nicht. Kein Kurzschluss zur Anode. Und die Röhre liefert, muss man Anode nachgucken, genau, die ist wieder runter. Und die Röhre liefert fast 45 mA. Soll haben 45 mA. Man sieht jetzt auch die geheizte Kathode. Und einen brummenden Neuberger.